Also es hat nichts mit Logik zu tun, sondern das ist pure Emotion. Ich möchte schnell eine Lösung haben, ich möchte schnell gesund sein und da kommen mir diese Produkte sehr entgegen. Wenn wir jetzt von Wunschbildern sprechen, dann arbeiten solche Produkte natürlich auch über ihre Motive, die sie zeigen, natürlich mit Idealen. Und ein Ideal ist beispielsweise der Mensch, der aktiv ist. Also sehen wir sehr, sehr viele Sportler auf den Packungen. Und genau das zieht natürlich, weil ich in dem Moment, wo ich so ein Produkt dann kaufe und esse oder trinke, das Gefühl habe, im Großen und Ganzen ist das, was ich gerade tue, wie ein Gang ins Fitnessstudio. Im Großen und Ganzen sagt uns Moncherie Folgendes: Ich kann dir dieses Produkt nur zu einem bestimmten Zeitpunkt liefern, weil ich möchte, dass du das Beste aller Produkte bekommst. Und wir alle wissen, das, was ich immer bekommen kann, ist eigentlich nichts wert. Wenn man sich mal anschaut, was ist eigentlich der Gewinn, den man heutzutage mit ganz traditionsreichen Standardprodukten macht, so eine ganz normale Fleischwurst, dann sieht man, davon bleibt vielleicht von einem Euro bleibt ein Cent übrig, 1 bis 3 Cent. Mit vegetarischen und mit veganen Produkten kann man sehr schnell diese Marge verdoppeln.